Der deutsche Hersteller Mahle hat einen revolutionären E-Motor entwickelt, der für einen Durchbruch in der Motorenbranche sorgen dürfte. Der innovative Motor erreicht einen Wirkungsgrad von ganzen 95%. Bei günstigen Betriebsphasen sind sogar 96% möglich. Eine Effizienz, die sonst nur Formel-E-Rennsportwagen mit ihren Hochleistungsmotoren erreichen. Doch dieser Motor ist eben kein teures Luxusobjekt, sondern geeignet für alle Leistungsklassen, günstig herzustellen und kommt ohne teure seltene Erden aus dem Ausland aus. Doch was bedeutet das nun genau? Was macht die Firma anders und wie funktioniert der Motor? Schauen wir uns das mal genauer an. Mahle ist ein schwäbisches Unternehmen, das vor allem für Kolben, Zylinder, Ventilsteuerungen und Co. bekannt ist. All das wird mit der Elektrifizierung des Mobilitätssektors allerdings immer weniger gefragt. Das Unternehmen mit rund 71.900 Mitarbeitern und rund 10,93 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr hat sich allerdings an diesen Trend angepasst. Mittlerweile baut der Hersteller Filter, Kühlsysteme für Akkus und vor allem eben auch mechatronische Komponenten für Elektroantriebe. Der Firma gelang nun, ein Problem zu lösen, an welchem sich andere Hersteller die Zähne ausbeißen. Grundsätzlich, das vereint alle verschiedenen Ansätze der E-Motorentechnik, wird auf die Wechselwirkung zwischen Strom und Magnetismus, also auf den Elektromagnetismus, gesetzt. Ein E-Motor besteht aus einem Stator und einem Rotor. Fließt Strom durch eine Spule, wird ein magnetisches Feld aufgespannt. Dieses wird durch einen Magneten beeinflusst, was letztendlich Drehmoment bewirkt. Am häufigsten findet der permanent erregte Synchronmotor bzw. PSM Einsatz. Nicht nur hat er einen hohen Wirkungsgrad von deutlich über 90%, auch ist er leise und hat ein vergleichsweise geringes Gewicht. Die Technik kommt trotz der hohen Wirtschaftlichkeit allerdings mit dem ein oder anderen technischen Makel daher. So läuft der Wirkungsgrad dieser Motorentechnik in einer Optimumskurve. Sprich, es gibt einen optimalen Betriebspunkt. Ingenieure müssen daher beim Entwurf des Motors überlegen, wo genau dieser Punkt liegen soll. Je nach Fahrverhalten ist ein anderer optimaler Betriebspunkt eben wirtschaftlicher. Aber der wohl größte Nachteil dieses Ansatzes ist, dass für permanent erregte Synchronmotoren eben seltene Erden benötigt werden. Sie werden für die Magnete eingesetzt. Kein Problem ist so gesehen die Häufigkeit dieser Elemente. Entgegen der weitläufigen Annahme sind nämlich seltene Erden überhaupt nicht selten. Die 17 Elemente des Periodensystems, die als die sogenannten seltenen Erden bekannt sind tatsächlich häufiger in der Erdrinde vorhanden als zum Beispiel Quecksilber, Wismut, Silber und Jod. Problematisch ist allerdings, dass diese Elemente nie in Reinform vorkommen, sondern eben in einem Verbund. Für die Trennung werden aufwendige und kostenintensive chemische Verfahren eingesetzt. Der Preis für die Elemente fällt dementsprechend enorm hoch aus. Neodym kostet knapp 200 Euro pro Kilogramm. Dysprosium sogar 250 Euro pro Kilogramm. Nicht eingepreist sind hier allerdings noch die immensen Umweltschäden sowie die hochgiftigen, teils sogar radioaktiven Abfälle, die bei der Gewinnung der Materialien anfallen. Noch dazu kontrolliert China 90% des gesamten Weltmarktes um seltene Erden. Das wird vor allem von der EU und von der USA kritisch beäugt. Der ganze Wirtschaftszweig gilt dementsprechend aus unterschiedlichen Gründen als äußerst bedenklich. Umso spannender ist dementsprechend die Entwicklung von Motoren, die auf diese seltenen Erden eben nicht angewiesen sind. Was kann also der Motor der Firma Mahle und was wird hier anders gemacht? Auch Mahle hat den Ansatz einer Synchronmaschine gewählt, jedoch nicht mit Permanentmagneten. Der neue Mahle-Motor ist eine sogenannte stromerregte Synchronmaschine. Gesteuert wird das Magnetfeld also ebenfalls durch einen Elektromagneten und nicht durch Permanentmagneten. Dadurch, dass das Rotormagnetfeld eben nicht permanent ist, sondern von der eingesetzten Spannung abhängt, ist eine deutlich bessere Regelbarkeit gegeben. Das ist grundsätzlich aber keine Neuheit. Eingesetzt wird die stromerregte Synchronmaschine schon längst im BMW iX3 und im iX. Aber neu ist, wie der Strom in den Rotor gelangt. Denn hier gab und gibt es ein großes technisches Problem. Materialverschleiß. Relativ zum Stator bewegt sich ja der Rotor im Elektromotor. Ein Kabel kann also nicht von außen in den Rotor gelangen. BMW und andere Hersteller haben dieses Problem mit Bürsten und Schleifkontakten gelöst. Und ja, das hört sich nicht zu Unrecht verschleißanfällig an. BMW hat das Problem allerdings angeblich so weit minimieren können, dass der Verschleiß kein Problem mehr darstellen würde. So betont die Firma, dass die Maschine für 8000 Betriebsstunden bzw. 15 Jahre Lebenszeit ausgelegt ist. Das entspricht einer Kilometerzahl von 300.000. Da dies der typischen Lebensdauer von einem Wagen entspricht, gibt BMW den Wagen als verschleißfrei an. Nicht geleugnet werden kann allerdings, dass natürlich Materialabnutzung stattfindet. Dies verdeutlicht der Umstand, dass bereits ein Servicekonzept für den Wechsel des Bürstenhalters bei der Entwicklung des Motors eingeplant und sogar bereits umgesetzt wurde. Der Ansatz von Mahle, die Materialabnutzung komplett zu umgehen, ist dementsprechend absolut genial. Doch vorher kurz angemerkt,
Gerade in Bezug auf das E-Auto, doch auch mit Hinblick auf Turbinen, Generatoren und Co. passiert gerade sehr, sehr viel in der Entwicklung. Mittlerweile werden sogar Generatoren für zu Hause lukrativ. Doch viele Systeme sind nur ein Marketing-Gag oder sogar knallharter Betrug, wie wir in einigen vorherigen Videos eindeutig zeigen konnten. Wir blicken hinter die Kulissen und werden in Zukunft noch weitere spannende Systeme vorstellen. Vom Motor der Zukunft bis hin zum günstigen Stromgenerator für zu Hause. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Es lohnt sich. Und wem das nicht reicht, der kann uns auch gerne finanziell in Form einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Dankeschön. Doch zurück zum Thema. Gesetzt wird beim Mahle-Motor, um das Kontaktproblem zu umgehen, auf die Induktion. Ähnlich wie beim kontaktlosen Laden eines Smartphones oder bei der elektrischen Zahnbürste. Ein direkter mechanischer Kontakt ist also nicht nötig. Diese Übertragungsform gelingt allerdings logischerweise nur mit Wechselstrom. Zur Erinnerung, fließt ein Wechselstrom durch eine Spule, findet eine ständige Änderung im aufgespannten Magnetfeld der Spule statt. Diese Änderung beeinflusst eine andere in der Nähe befindliche Empfängerspule. Mit Gleichstrom ist dieser Vorgang nicht möglich. Wir benötigen ja eine Änderung im Magnetfeld zur Energieübertragung. Ärgerlich, denn die Batterie liefert an sich ja Gleichstrom, welcher auch als Gleichstrom im Rotor benötigt wird. Der Gleichstrom muss also in Wechselstrom für den Induktionsvorgang und anschließend wieder zurück in Gleichstrom umgewandelt werden. Im E-Auto erzeugt ein Traktionsinverter aus der Gleichspannung eine Wechselspannung. In der Maschine von Mahle wandelt dann wieder ein Brückengleichrichter auf dem rotierenden Part der Maschine den Wechselstrom zurück in Gleichstrom. Vorteilhaft ist, dass der Umrechnungsfaktor von Wechselstrom zu Gleichstrom nahezu 100% ist. Dementsprechend müssen wir hier keinen hohen Verlust erwarten. Das Problem der Bürsten- und Schleifkontakte ist damit vollständig gelöst. In Serie könnte der Motor schon in 1 bis 2 Jahren gehen. Da die Firma allerdings nicht selbst E-Autos herstellt, ist Mahle auf das Interesse von Automobilherstellern angewiesen. Dieses sei allerdings ganz ausdrücklich gegeben. Auf Anfrage teilte Mahle mit, dass der Motor auf ein sehr großes Interesse stößt. Das ist wirklich vielversprechend. Gibt es also dementsprechend irgendeinen gravierenden Nachteil an dieser Technik? Laut unserer Einschätzung nicht wirklich. Wir konnten keinen gravierenden Nachteil dieses Motoransatzes finden. Die Firma, die Medien und Co. sprechen also definitiv nicht umsonst von einem Durchbruch. Und das beweist eindeutig, dass Deutschland noch nicht in allen Bereichen technisch abgehängt ist. Wir sollten uns allerdings auf diesem Zustand auf gar keinen Fall ausruhen. Denn selbst die Autoindustrie wandert gerade nach China. Und nein, das ist leider kein schlechter Scherz. Nicht nur explodieren die Autoimporte von chinesischen Autos nach Deutschland, auch verlagern Firmen wie VW ihren Produktionsstandort. Wenn Deutschland jetzt nicht in die Forschung, Entwicklung und Produktion von E-Motoren investiert, wird wohl bald nicht mehr Deutschland, sondern eben China für die Automobilbranche bekannt sein. So wie es bereits auch bei der Solarbranche und vielen weiteren relevanten Feldern für die Zukunft geschah. Der E-Motor ist noch lange nicht zu Ende erforscht. Weitere gravierende Durchbrüche sind in den nächsten Jahren definitiv noch zu erwarten. Und natürlich werden wir euch hier auf dem Laufenden halten. So gelang es zum Beispiel einem 17-jährigen Highschool-Schüler aus den USA vor kurzem erst, die Technologie des Synchronreluktanzmotors komplett zu revolutionieren. Jetzt endlich konnte diese Technologie den permanent erregten Synchronmotor in relevanten Bereichen schlagen. Der Motor des 17-Jährigen erreicht gegenüber Vergleichssystemen 39% mehr Drehmoment, 37% mehr Effizienz und das System ist auch noch deutlich billiger. Statt auf seltene Erden wird auf günstige Materialien gesetzt, wodurch der Preis auf ein 1/20 fällt. Was verrückt klingt, stimmt allerdings wirklich. Robert Sanson erhielt für seine Erfindung einen Innovator Award und damit verbunden 75.000 US-Dollar. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie ein 17-Jähriger in der Garage seiner Eltern die Automobilbranche revolutionieren konnte, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um Updates und neue Videos nicht zu verpassen.